Und hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge am Sonntag. Wir spielen heute wieder Industria. Und wenn wir uns an die letzte Folge erinnern, wir haben rausbekommen, dass dieser junge Mann hier unser Walter ist, den wir suchen. Und der wird hier in dieser alternativen Welt verehrt als König Rosendahl. Und wir müssen durch dieses Tor ins Rathaus und müssen diese Brücke nach unten kriegen. Auf der Seite haben wir schon das Energiefeld oder die Energiequelle entsorgt, deaktiviert. Auf dieser Seite hier noch nicht. Und wir haben ein paar neue Gegnertypen kennengelernt, so einen kleinen Assassinenroboter. Die sind tatsächlich relativ fies, weil machen viel Schaden und sind natürlich auch ein bisschen schneller als die anderen. Ich würde jetzt hier bloß nochmal... Wir machen jetzt hier diese Raytrace-Dings aus. Das bringt alles nicht so viel Optik. Aber wir büßen an Performance ein. Das wollen wir nicht. Oh. Und wir haben mittlerweile schon ein ansehnliches Arsenal an Waffen. Wir haben jetzt diese Maschinenpistole. Wir haben eine Axt. Wir haben eine kleine Handfeuerwaffe. Wir haben auch die Schrotflinte, die uns schon das Leben gerettet hat. Okay, da ist noch... So ein einfacher Typi. Oh! Scheiße! Nein, 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 nein! Ah, verdammt! Jetzt habe ich auch vor lauter Schreck schon einen Heiltrank genommen. Oh, oh. Oh, oh. Nimm deinen Kumpel mit! Ich hätte auch einfach eine von meinen Waffen nehmen können. Nee, 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 nee. Okay, geht ja gut los hier. Das geht ja richtig gut los. So. Gerade wollte ich noch wieder staunen, wie cool dieses Spiel aussieht, aber ja. Dann geschah das. Okay, wir gucken erstmal hier lang. Hier sieht es so aus, als würde es gar nicht weitergehen. Okay. So, dann gehen wir hier weiter. Weil ich hatte die Waffe doch sogar ausgerüstet, oder? Ach nee, ich habe zur Axt gewechselt. Da ist noch so ein Kollege. Ich behalte jetzt die Waffe trotzdem erstmal. Wenn nicht, dass hier wieder so ein kleiner Flitzer kommt. Und ich dachte erst, das sind so eine Geschütze auf zwei Beinen. Aber nein, das sind kleine Bomben auf zwei Beinen. Scheint aber keiner weiter zu kommen. Dich können wir noch mit der Axt machen. Die stellt euch nämlich besonders doof an. So. Ah, ich hör's schon. Da ist es. Wir müssen hier bloß runter. Sind hier noch irgendwelche? Ja, da. Die können auch nicht so viel ab. War hier nicht noch einer? Da, dich habe ich. Habe ich doch schon gesehen. Oh, sieht aber auch schnell, was? Halt doch mal still, Mann. So, also runter ist ja kein Problem, aber wie komme ich dann wieder hoch? Warte mal, da. Kann ich wieder hoch? Ah. Hier aufs Dach. Okay. Hä? Was war das? Hat sich angehört wie so ein... Ach, verdammt. So ein kleiner Roboter von Bioshock oder so. Pistolenmunition. Hä? Sackgasse? Gegner habe ich hier, glaube ich, alle eliminiert. So, das lassen wir noch einmal nach oben sausen. Ah, gut. Ah, sehr schön. So, einmal öffnen bitte und zack. Das war's dann. Ab durch die Tür. Oh. So.
Ja, kleine Parkour-Einlage. Und auf zum Dach. Was haben wir da? Schrotflintenmunition, auch sehr gut. Wer packt denn bitte eine Kiste mit Schrotflintenmunition auf ein Dach? Achso, jetzt müssen wir uns aber erstmal... Jetzt müssen wir aufpassen. Das kann natürlich sein, wie beim letzten Mal, dass hier auf immer wieder andere... Ah, verdammt. Viecher unseren Weg kreuzen. Noch mehr Schrotflintenmunition. Das macht mir schon wieder Sorge. Aber ist egal, wir nehmen die jetzt einfach mal. Wir nehmen den breiteren Weg. Ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit, bitte. Und wir müssen ja dann nochmal durchs Gebäude. Ich könnte mir vorstellen, dass da nochmal irgendwelche kommen. Nee. Wenn ich stehen bleibe und mich so komisch umgucke, dann habe ich meistens irgendwas gehört, was ihr vielleicht nicht unbedingt hört. Ich habe ja Kopfhörer auf. Ich weiß nicht, ob ihr unbedingt so ein Let's Play mit Kopfhörern guckt. Ah, verdammt, hier komme ich nicht durch. Aber hier sind auf jeden Fall noch kleine. Also auf dem Hof bei Walter, da rennen sie wieder rum. Hä, sag mal, bin ich jetzt... Da muss ich lang. Mann, schon wieder völlig doof. Hä? Kumpel, beruhige dich mal da draußen. Hier ist noch ein Trank. Ja, warte mal, den kann ich ja dann immer noch holen. Kommt der hier überhaupt durch? Kommt hier eigentlich durch? Aber die Kleinen durchaus, ja. Ach komm, geh doch mal... aus dem Weg. Ja, obwohl, ich habe jetzt keine Zeit, um die mit der... der Axt niederzumachen. So, einmal. Die Kleinen, die sind ein bisschen nervig, muss ich sagen. Wo rennt denn der jetzt hin? Hallo? Hallo? Okay. Eins, zwei... Oder? Okay, so, haben wir sie? Ja, sieht gut aus. Schade, von denen können wir halt nichts abgreifen. Von da kamen wir. Okay, dann gehen wir mal hoch. Dann haben wir das Gebiet jetzt hier erstmal fertig. Halt. Nicht vergessen, wir wollten einen erstmal trinken und dann den noch wieder mitnehmen. Da ist auch noch einer. Warum? Das ist egal. Wir kriegen ja von denen nichts, also dementsprechend lohnt sich das jetzt auch nicht, da irgendwie Munition zu vergeuden. Schon wieder was gehört. Diese Übergänge sind natürlich relativ clever, muss ich sagen. Gehen wir jetzt erstmal unten lang oder oben lang? Hey, wir gehen erst, you still there? Erstmal unten. Tell me about Rosendahl. Where did he come from? Well, he arrived here just like you. One day he just appeared in the Institute, to all the scientists' surprise. I can imagine. He had so much knowledge. He was something like an angel. An angel helping us selflessly to fight the machines that had plagued us for so long. An angel with many secrets. Well, I imagine that as a king, you
Got to keep quite a few things close to the chest. Speaking of secrets, what is your relationship to him? Well, we, you know, love each other. We're a couple. You know, in theory, that essentially makes you the Queen of Hakovic. Our Queen of Ruins. With only one subject, as it seems. Well, better than an old man in a wheelchair, if you ask me, Your Majesty. Oh, come on. Ja, er hat recht. Okay, also nicht bloß ihr Kollege, also es ist tatsächlich schon so, dass die ein Paar sind. Dachte ich mir schon. So in der ersten Folge war ich mir nämlich nicht ganz sicher, ob das stimmt, was ich da so vermutet oder erzählt habe. Aber er sagt ja auch am Anfang, als er sich verabschiedet hat, dass er sie liebt. Also passt das ja schon. So, hier unten war rein gar nichts, nicht mal Munition oder sowas. Also gehen wir mal wieder nach oben. Ja, der hat ja recht. Wenn Walter der König hier von der ganzen Veranstaltung ist, dann ist sie jetzt prinzipiell als seine Partnerin die Königin. Von einem Trümmerhaufen. Aber wer weiß, wie es da aussieht, wo er jetzt ist. Was haben wir hier? Nee. Da haben wir was. Neue Technologie. Liebe Mutter, erst einmal, ich bin gesund und mir geht es gut. Die Kälte ist weg und ich fühle mich lebendiger denn je. Du hast gefragt, wie sich hier unsere Stadt mit dem neuen König verändert hat. Sein Name ist Rosendahl und ich kann dir sagen, so vieles hat sich geändert. Zum Guten. Seit ich bei der großen Präsentation im Institut dabei war, wo sie die neue Energiequelle gezeigt haben, wurde eine neue Erfindung nach der anderen den Menschen verfügbar gemacht. Es hat alles mit elektrischen Straßenlampen angefangen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie hell die sind. Ich schreibe diesen Brief hier unter elektrischem Licht. Das ohne etwas dafür zu zahlen. Kein Kohlenstaub mehr, saubere Luft und eine ruhige Stadt. Ruhigere Stadt. Ich hoffe, du besuchst uns bald. Meine Schwester und ich freuen uns schon sehr auf dich. Mann, so sehr. In Liebe, Annemarie. Mensch, kann gar nicht mehr sprechen heute hier. So. Ja, hier müssen wir ja durch die Fabrik, meinte er. Hier ist aber auch nichts zum Sammeln. Da ist er ja, der Walter. Mal gucken, jetzt haben wir ja den Brief gefunden. Vielleicht haben wir jetzt hier irgendwas ausgelöst oder so. Sieht mir aber erstmal nicht so aus. Da ist noch eine Tür. Die ist natürlich zu. Hier drunter vielleicht noch irgendwas? Nee, auch nicht. Na gut, rennen wir hier einfach nochmal unten lang. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Vielleicht gibt es hier noch eine Leiter oder irgendwie sowas. Da. Sag ich doch. Treppe übersehen. Ha. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Sonst hätte ich die Notiz vielleicht gar nicht gefunden. Ja, wie kann man die übersehen? Keine Ahnung. Das passiert manchmal. So. Üpf. Eieiei. Also Real Life würde ich das nicht machen. Oh. Inventar voll. Wirklich? Jetzt kann ich es nehmen. Tja, aber... Warte mal, kann ich das vielleicht... Dann packe ich das weg und nehme lieber das mit. Weil so eine Schallplatte, vielleicht kann man die nochmal irgendwo auflegen. Das ist mir in der letzten Folge erst so aufgefallen, dass wir ja Schallplatten dabei hatten und schon so eine Plattenspieler gesehen hatten. So, die Frage ist jetzt bloß, wohin mit diesem Kurbelrad? Hier an irgendeinem Tor? Hier vielleicht gleich? Nee. Hä? Das gibt's doch nicht.
Ich habe nämlich hier gar nichts gesehen. Oder muss ich diese Maschinerie hier in Gange bringen? Obwohl, so nah dran. Am Fundort wird das ja wahrscheinlich nicht sein. Man wird ja ein bisschen laufen müssen. Wir gehen einfach mal nochmal so ein Stückchen Richtung Anfang. Hier, nee, da scheint bloß Licht drauf. Oder hier rein? Das ist jetzt kurios. Jetzt habe ich einmal nicht aufgepasst und habe vielleicht was übersehen. Und dann geht's schon los. Nö. Okay. Moment, oder muss ich hier mit diesem Rad auf die andere Seite? Ist hier noch irgendwo was? Nee. Oder? Nee. Ach, komm. Das gibt's doch gar nicht. Geht's ja nicht durch. Oder brauche ich das dann hier oben? Hab ich hier irgendwas übersehen? Das könnte ja wie so ein Steuerraum sein. Nee, das ist mehr ein Büro, ja. Na gut, ich kürze das mal ein bisschen ab. Ich suche und dann bin ich gleich wieder da. Ja, möglicherweise bin ich auch ein bisschen doof, weil hier ist ja dieser Kasten, den habe ich ja schon gesehen, aber da wird mir ja nichts angezeigt. Ich muss mich da vorstellen, ins Inventar gehen, Ventilrad auswählen und benutzen drücken. Ach, Mann. Ja, manchmal ist man halt ein bisschen doof, was soll ich sagen? So. Und es hat gar nicht so lange gedauert, nachdem ich hier gesagt habe, ich bin gleich wieder da. Naja, manchmal kommt die Erleuchtung dann plötzlich, wenn keiner zuhört. Man fühlt sich ja bei diesen Aufnahmen regelrecht behorcht. Oh oh. Bedeutungsvolle Musik. Die sehen aus wie Spinnen, voll ekelhaft. Haben aber bloß 6 Beine. Nee, haben sie nicht. Doch, haben sie doch. Oh. Hier kann ich sogar speichern. So, volle Munition und volles Leben. Und hier unten. I got eyes on town hall. It's close. Oh. Well then, don't get yourself killed at the last hurdle. Just up that hill and you're there. Thanks for the heads up, old man. Oh, anytime. Hier unten läuft doch irgendwas. Echt jetzt? Das vergrößert jetzt nicht so mega krass doll. Aber ist nicht schlimm. Es soll reichen. Was ist denn das? Nee. Das ist weiter weg. Na gut. Das war auch einer. Oh, man sieht halt nichts dadurch. Ah, so eine kleine. Na, komm schon. So. Ach, komm schon. Dich kriegen wir auch klein. Okay, das war's. Ja, und die da hinten? Was wollen die da? Halt! Ich kann leider nicht weiter reinzoomen.
Mehr ist nicht. Oh, aber der hat gesessen. Sehr schön. Der hat gesessen. Oh, nein! Hoch, hoch, hoch! Oh. Ja, Schrot auf die Entfernung ist halt blöd. Na. Du dampfst doch schon. Noch einer von den Kleinen hier? Nee. Sieht nicht so aus. Aber da drinnen könnte noch einer sein, oder? Nee. Ich nehme aber vorsichtshalber trotzdem die Schrot. Na gut. Hier ist nichts weiter. Wir gehen voran. Munition voll. Okay. Oh, einen Treffer angehört, wollte ich gerade sagen. Was trampelt denn hier schon wieder so? Da drin ist doch irgendwas, was mehr trampelt als die anderen. Warte mal. Nee, doch nicht. Ich nehme auf jeden Fall die Schrot. Hier ist jetzt nicht mehr so weitläufig. Das sieht hier aber munitionstechnisch ganz gut aus. Munition voll für die Pistole, glaube ich, ja. Na, der ist drinne. Ach, hier bist du! Na, okay. Die Kleinen, da weiß man immer nicht, sind die jetzt hin oder nicht hin. So. Der ist hin. Da drinne ist der andere. Ach, Mist. Sag jetzt nicht, man kann nicht durch Scheiben schießen. Ja, aber hier gehen wieder Kabel hoch. Ich denke mal, man muss da jetzt rein. Aber ist nicht so schlimm. Mit so einem wären wir gut fertig. Ach, hier ist wieder so ein Plattenspieler. Ah, warte mal. Dich machen wir mit der Axt. Ah, warte, das probieren wir mal. Benutzen? Huch. Hallo? Doch, jetzt geht's. Ha! Schön. In der Hoffnung, dass YouTube das nicht wieder, kaputt macht. Okay, zu. Zu. Gibt's doch gar nicht. Lalalala. Kann man damit welche anlocken vielleicht sogar? Das muss ja irgendein... Vielleicht hat das sogar irgendeinen Sinn. Oh, jetzt könnt ihr auf jeden Fall schießen. Oh, Mist. Noch welche von euch? Oh. Warte mal. So, euch, ja. Ja, stellt euch mal in eine Reihe. Schön. Also, allein der Sound von der Waffe hier gefällt mir super. Gefällt mir super? Ich rede in Deutsch. Moment. Ach, von da oben. Einmal. Zweimal. Jetzt nicht frech werden, Leute. Ich ist auch zu.
Schade. Was haben wir hier? Batterie ist voll. Na? Hier habe ich doch schon wieder was gehört. Ist zu. Auch zu. Was haben wir hier? Ah, Gewehrmunition. Puh. Okay. Dann geht's erstmal nach oben. Boah, wie viele? Nee, warte mal, Schrot ist. Ach, verdammt. Einmal. Drei Stück waren es, glaube ich, oder? Zweimal. Und wo ist der andere Kumpel? Oh! Anderer Kumpel kommt hier gerade. Okay. Warte, hier wollte ich gerade nachladen. Ja, nachladen dauert so seine Zeit. Ah, der kam von da bestimmt, oder? Ach, ich weiß es nicht. Ach, die haben sich hier richtig verbarrikadiert, die Schweinehunde. Oh, was war das? Das hat ja richtig geknurrt. Ach, siehst du, was ich gar nicht probiert habe? Die Dinger, die kann man doch bestimmt abschießen, oder? Warte mal. Das probieren wir jetzt schnell mal. Nein, kann man nicht. Kann man nicht. Ist aber auch nicht weiter wild. Wir wollen ja wissen, wie es weitergeht. Sind hier noch ein paar? Nee. Musik wird doch freundlicher. I think I found Town Hall. You know, I'm actually quite curious to know what's in there after all these years. Hopefully not too many things that want to kill me. Tja, das kann natürlich passieren, ja. Aber wie viele Jahre, ich muss da nochmal nachgucken, wie viele Jahre war das denn jetzt her, dass Walter die Stadt evakuiert hat und verlassen hat? Er muss ja mit den Menschen dann irgendwo hin sein. Na gut, das wollen wir auch rausfinden, wohin. Aber warum sollten die Roboter so ein verlassenes Rathaus besetzen? Ist ja eigentlich auch Quatsch. Jetzt können wir erstmal was schlürfen. Und dahinter haben wir ja noch was. So. Okay. Ich nehme jetzt erstmal das Maschinengewehr. Da haben wir nämlich die meiste Munition momentan für. Und die... Obwohl... Warte mal. Ich nehme mal die... Haben wir jetzt nämlich auch jede Menge von ihr sammelt. Obwohl, nee. Hier so auf kleinem Raum. Aber ich will die Schrot auch ein bisschen entlasten jetzt hier. Die Türen sind alle zu. Ich kann ja nicht mal dran ruckeln. Also wird es ab jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen linearer. Was auf jeden Fall ein schönes Rathaus, muss ich mal sagen. Sehr prunkvoll. Eines Königs würdig. Achso, hier ist eine Tür. Da ist auch noch eine Tür. Kann man auch nichts mitmachen. Dann speichern wir erstmal nochmal. No one's here. I would have been more surprised if there was. Take a look around. Looks like he took the train towards the coast. North of the city? The Doom Chapel, of course. How do I get there?
Well, there's a train in the town hall station. Needs filling up with water and coal, but it should still run. Okay, I will leave right now. Wait. You have to cross the old canal to reach the city gate. It's no man's land. Nobody's been there for a long time. Well, do I have any other choice? Thanks for warning me. But I need to go, no matter what. All right. Just don't say I didn't warn you. Eieiei. Ich hoffe, das ist ein Bild von ihm mit ihr. Nicht, dass er hier eine andere hat. Das wäre mies. Das wäre richtig fies, ey. Aber naja. Mal gucken. Hier habe ich nichts übersehen, glaube ich. Nee. Uiuiui. Es ist halt alles wie ausgestorben. Wahnsinn. Neuer Tagebucheintrag. Da gibt's einen Zug unten am Bahnhof, den ich benutzen kann, um zur Kapelle zu reisen, wo sich Walter versteckt. Hoffentlich versteckt. Aber warum nimmt sie den Rollstuhl-Man nicht einfach mit? Na gut, vielleicht wäre es auch keine gute Idee. Ist jetzt, denke ich mal, nicht mehr so mobil wie sie. Gegen diese Roboter. Aber krass, ja, richtig schön in Stein gehauen. Sind hier noch welche? Nee. Ach, sag jetzt nicht, ich komme hier nicht wieder hoch. Mist. Ich komme hier nicht mehr hoch. Ach, verdammt. Nein! Ach, Manu. Das war jetzt so nicht geplant. Warte mal, jetzt muss ich erst wieder... Doch, da ist ja noch einer. Hallo. Ach, Mann. Ey, du brauchst ja ein bisschen mehr zu als die anderen. Muss ich tatsächlich einen Trank nehmen? Na gut. Hab ja auch schon Fallschaden bekommen. Nix ist... Ich will wissen, hier oben nochmal in den Raum reingucken. Ja. Genau deswegen. Batterie. Ach, und ein Heiltrank. Das ist schön. Warte mal, das machen wir jetzt auch nochmal auf. Nicht, dass jetzt hier sonst irgendwas fehlt. Manchmal ist ja so, machst eine Tür auf, kommst im Gebiet und Steam sagt, Erfolg! Durchs Niemandsland müssen wir quasi. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob da noch irgendwelche Art Bossgegner oder sowas kommen. Das wäre natürlich auch was Cooles. Munition haben wir ja theoretisch genug, um uns auch mal mit einem größeren anzulegen. Okay. Oh. Dann können wir ja doch nochmal was schlürfen. Ah, hier unten sehe ich schon. Ja. Hä? Okay, also das ist definitiv zu hoch zum Springen. Dann müssen wir wahrscheinlich doch hier lang. Kommen wir hier nach links runter? Ja, okay. So. Hier ist eine Leiter. Ich hätte vielleicht vorher noch... Ach doch, kann man noch nach unten gucken sollen, wollte ich gerade sagen. So, hier kann man nichts weiter machen. Mal runter, so. Und hier lang. Warte mal. Ach, verdammt. Die kleinen Scheißer sind schnell. Hä? Da. Jetzt. Da, noch einer. Hey. Noch einer. Da
hinten ist ja noch einer. Na gut, wir müssen den Zug in Gange kriegen. Und das würde ich sagen... Oh. Na. Ja, ich glaube, ich habe ihn. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ja, nächste Woche Sonntag. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Industria. Und wir kommen ins neue Gebiet. Ich denke mal, so allzu viel kommt dann auch gar nicht mehr. Ja, wie gesagt, das Spiel soll ja nicht besonders lang sein. Oh, Rums. Ist einfach so geil, diese Waffe. Was haben wir denn da? Okay, jetzt ist es auf jeden Fall hin, egal was es war. So, bis zur nächsten Folge. Schaltet wieder ein, wie gesagt. Und kommentiert, abonniert. Jo. Und ich sag wieder Tschüss. Bis zum nächsten Sonntag. Noria, over here. What? Walter? What? But... Don't be scared. Come here. Trust me, Noria. Walter Rebel.